und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Und wie ihr seht, es sieht etwas anders aus. Ich hatte, das jetzt sollte eigentlich nur mein Test-Fort werden, weil etwas beim anderen seltsam war. Und ja, und dann habe ich mich aber entschieden, naja, hier habe ich jetzt dieses mit dem Wasser hier runtergelegt, damit ich das jeweils in die entsprechenden Richtungen hier so, ne, weiter ziehen kann, immer weiter daneben und nicht weiter nach unten, nicht runterbauen muss oder so. Und deswegen, weil das einfach mal praktischer ist, habe ich mich einfach mal dazu entschieden. Hier haben wir jetzt keine Babys, noch keine schwangeren Frauen, aber ich habe mich dazu entschieden, das jetzt so hier weiterzuführen. Den anderen Vault gibt es immer noch. Und ja, jetzt sind wir hier aber in Vault 086. Ja. Und ich habe auch wieder jemanden losgeschickt. Und zwar den Jeremy Hancock. Die Maulwurfsratte. Oh. Wurde getötet. 225 EP erhalten. Wow. Aufgespürt. Eine Raidergruppe, die Leute terrorisieren will. Ich versuche mich vor den Raidern zu verstecken. Ich konnte mich von den Raidern verstecken. Das war knapp 500 EP erhalten. Ich muss weiter. Vorerst. Sehr nice. Und er hat 25 Kronkorken gefunden. Und er ist ein bisschen verletzt. Aber sehr schön. Und wir haben hier jetzt andere Sachen. Zum Beispiel habe ich hier jetzt jemanden haben wir bekommen mit 3 Wahrnehmung schon mal. Das ist schon nicht schlecht. Und hier, die hat 5 Wahrnehmung. Hab ich sie gleich darunter gesteckt. Hier eine mit 5 Beweglichkeit. Und einen mit 3 Beweglichkeit. Habe ich gleich gut zuordnen können. Ja, gut, die hat mehr Ausdauer. Hier braucht man ja Stärke, aber er hat halt 5 Stärke. Ich habe noch niemanden weiter mit mehr Stärke. Die sind alle wieder recht ausgeglichen, bis auf die einen, die ich hier, die unten hier. Ja, mal gucken, wie die hier sich oben machen. Ich bin nicht betrunken, sondern liebestrunken. Ach je. Hier, die beiden tanzen und reden schon eine ganze Weile miteinander. Der Sean und die Marie. Oder, ja, Marie, nicht Mary. Guckt mal hier, der Gronkh macht auch mit. Finde ich gut. Ist ja auch schon ein alter Fallout-Hase, würde ich gerade sagen. Christine und... Wie waren gerade die Namen? Naja. Ja. Oh, ein neuer oder eine neue. Was soll ich denn mit ihr machen? Ich habe keine Ahnung. Stecken wir sie einfach mal dort oben hin. Raum entriegelt. Ach ja. Ich habe jetzt nicht, weil das ja auch ein bisschen anders ist jetzt hier als das vorherige Mal. Das vorherige Mal. Deswegen habe ich das jetzt ganz genauso gemacht und nicht genauso weit gespielt. Ein bisschen. Und hier oben, das hängt irgendwie rein. Ich weiß gar nicht, ob das bei der letzten Aufnahme auch war, dass hier oben hier 69%, dass das so reinragt. Aber. Lagerraum. Naja, 300. Aber wir haben ja noch nicht. Wir haben ja auch noch nicht diese Nachricht bekommen, hier, wenn hier oben das zu doll wird und sowas. Die Nachricht haben wir noch nicht bekommen. Und ich habe hier seht ihr schon eine 1, ich habe diesen Voltec-Dings hier bekommen. Und jetzt noch einen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das bei der letzten Folge hatten. Jetzt haben wir aber 2 davon. Ich habe die noch nicht geöffnet. Mal gucken, was drin ist. 500 Kronkorken. Nice, dann können wir den Lagerraum bauen. Ein Wecker. Schrott, aha. Nahrung, 50. Sehr gut. Outfit, förmliche Kleidung. Plus 3 L. Ja, Special. Was war ein L? Ach, Glück, ne? Luck, genau. Und nochmal 500 Kronkorken. Das finde ich sehr gut. Mal gucken, was wir in der Lunchbox haben. Ein rostiges Lasergewehr. Nochmal 100 Kronkorken. Ein Redaway. Schrott, eine Golduhr. Was mache ich mit dem Schrott? Bewohner, Michael Webster. Der Name sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht. Boah, hat der Werte, ey. Michael Webster. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht,
was es mir sagt. Schade, dass wir kein Haustier bekommen haben, aber eine Waffe und alles. Alles sowas. Richtig nice. Viele geile Sachen haben wir bekommen. Das finde ich gut. Jetzt habe ich auf Shop geklickt. Ja, das ist na, wie bei vielen Handyspielen, wenn sie kostenlos sind. Man kann Ingame-Käufe machen. Ja, und da kann man hier zum Beispiel kann man noch ein Haustier kriegen und so. Gut. Da hinten haben sich gerade welche geliebt, habe ich gesehen. Und die Mary ist schwanger. Was waren die beiden gerade dort hinten? Und jetzt macht ihr schon mit der... Gut. Hier haben wir gerade ihn bekommen, hier. Was ist denn das Blaue? Plus zwei. Oh, hier 5 Charisma. Plus 2. 3 Beweglichkeit plus 1. 7 Glück plus 1. Junge, 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 Junge. Stärke 3. Charisma. Den müssten wir eigentlich hier oben reinstecken. Oder wegen dem Glück hier unten in den Generatorraum. 82 zufrieden. So, wir holen jetzt erstmal unseren Freund hier zurück. Oh, geschafft. Der wilde Hund ist tot. 200 EP erhalten. Maulwurfsratte wieder getötet. 225 EP erhalten. 25 Kronkorken. Wir rufen ihn mal zurück. Wie lange er braucht. Und dann geben wir ihm mal die Waffe und das Redaway weiß ich noch nicht richtig, weil ich habe gelesen in so einer, in diesen Infos, die hier mal am Anfang beim Ladebildschirm aufplöppen, dass es dass diese Viecher, diese Maulwurfsratten zum Beispiel, dass die auch hier reinkommen, dass sie in einem Raum anfangen und sich dann langsam weitergraben. Deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht das, ob ich das Redaway hier drin lassen sollte, aber obwohl, der braucht das vielleicht eher, ne, wenn wir den losschicken. Und die Laserkanone ja auch. So, ich wollte einen Lagerraum bauen. Wo baue ich den denn jetzt hin? Hier unten, oder? Mach ich mal einfach, denke ich. Ja. Ja, hier möchte ich dann... Hier möchte ich noch weitere Diner bauen. Und hier noch weitere, hier, wie die Ratten überall rumlaufen. Hier in den beiden auch, bevor man da jemanden reingeschickt hat. Dann hier weiter das Wasser und hier möchte ich weiter Baracken bauen. Was braucht man denn für ein... Ja. Was braucht man denn da? Lagerraum. Nee, da. Ausdauer. Ausdauer ist das E. Oh, 2 schwangere Frauen. Mein Freund... Perfekt. Huch. Und zack, verschwinden die Ratten nämlich. Wenn sie mitkriegen, dass einer dort hinkommt. Sag mal, hat unser Freund jetzt hier? Ich wollte gerade ein paar Bilder... Was? Uah. Ein paar Bilder aufhängen. Hat der jetzt die beiden Frauen? Hey, jetzt haben wir wieder 2 schwangere Frauen. Gute Idee, vielleicht Katzen oder Schiffe oder Katzen auf Schiffen. Ja. Huch. Deine wichtigste Ressource ist Energie. Jeder Raum braucht Energie. Wird die Energieanzeige rot, schalten Räume ab. Ein abgeschalteter Raum wird dunkel und produziert keine Ressourcen mehr. Ach so, weil das hier in das Dings ja, schon runtergegangen ist. Ach, verdammt. Kann ich denn... Ja, Generator. Braucht Stärke. Können wir da noch jemanden hinschicken? Oh. Oh. Ja, mein lieber Freund. Der Herr Grunk. Schicken wir ihn mal zum Generator. Was macht denn der Michael da? Sieht aus wie so ein Archiv. Im dunklen Keller. Aber Hauptsache mit Überwachungskamera. Also so einsam ist er nicht. Oh, oho. Die Energie ist aber ganz schön schnell
down. Das ist ja ungünstig. Wie kommt das denn? Ach so, vorne hatten wir noch keinen Lagerraum. Echt, macht der so viel aus? Na, vielleicht hilft es ja jetzt, dass wir das hier ein bisschen erweitert haben. Ich brauche jemanden, der Energie hat. Hallo. Hm. Verbessern. Ach komm, machen wir mal, wa? Wir verbessern das Ding mal. Gönnen wir uns einfach mal. Die absolut perfekte Arbeitsstelle für mich. Ja, das stimmt. Für den ja. Der hat ja auch 5 Stärke. Ach so, jetzt haben wir hier so ein Ding, ne? Das ist interessant. Das hatten wir vorher nicht. Ja, der Kerl hier, ne? Mit die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wann kommt nur unser Kumpel hier zurück? Kehrt heim. Ach, Junge. Wieso braucht er so lange, um zurückzukehren? Wo ist er denn hingerannt? Gibt es kein Schnellreisen für den? Ich will nichts sagen, aber die 2 Minuten sollten schnell vorbeigehen. ...25 kriege ich da jetzt raus, immerhin. 84% glücklich, yay! Was ist denn das hier alles? Oh, du musst das Aufseherbüro bauen, um auf die Questliste zugreifen zu können. Ach so, okay. Und was ist das? Nützlicher Tipp, hier kannst du alle Waffen und Outfits in deinem Besitz sehen und verwalten. Ah, rostiges Lasergewehr. Was ist das? Ich weiß doch nicht, was das... Das heißt bestimmt recyceln hier. Was heißt das? Was? Was heißt das? Nein, ich weiß doch nicht, was es heißt. Outfit. Glück plus 3. Ist bestimmt aufwerten oder sowas. Glück, das sollten wir dem dann vielleicht auch anzuziehen geben. Weil ich meine, auf seiner Erkundungsreise kann er ein bisschen Glück vielleicht auch gebrauchen. Schrott wird verwendet, um Waffen und Outfits in den Werkstatträumen herzustellen. Ah. Was ist denn das? Ach nee, oder? Das heißt verkaufen. Hier, verkaufen für 200 Coins. Verkaufen für 2 Coins. Ja, C steht dort, ne? Für Kronkorken. Das hier für 10. Und die würde auch 100 bringen. Na, eigentlich, ich habe nicht drauf gedrückt. Ich dachte, das wäre zum Aufbessern. Sonst hätten wir jetzt kein Gewehr mehr. Das ist zum Verkaufen. Naja, Haustiere haben wir leider noch nicht, aber gut. Aber das ist doch schon mal schön. Wir haben auch ein... Ach, ein Stimpack ist das hier, ja. Nee, das hier war ein Redaway. Und dann ist das... Und das hier ist das Stimpack, stimmt, ja. Die Spritze. Oh nein, wir brauchen endlich... Wird das hier endlich mal was? 31 Sekunden noch. Ah, der Typi ist wieder da. Sehr schön. Sammeln, ah. Kann er erstmal wieder reingehen. Was machen die beiden? Du bist wie ein kaputtes Thermostat. Total heiß. Ja. Oh, wenig Energie. Oh Gott, das bringt ja nicht so viel. Oh Gott, noch 4 Minuten. Was? Wieso, was haben wir jetzt gemacht? Ach, 1125 kostet das nächste. Mist. Aber hier plus 50. Und hier plus 6. Ja. Oh je. Yeah. Dritte schwangere Frau. Dein Wort benötigt eine ständige Versorgung. Ach, jetzt kommt das hier. Ja. Jetzt kam es. Sollte ich noch mehr Dinger bauen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. So, vielleicht nochmal ein Diner und auch eine Wasserbehandlung.
für das Deiner, Beweglichkeit, für Wasserbehandlung, Wahrnehmung. Irgendwann werde ich mir das auch mal merken. Also A und P. Da A und da P. Überall gleich schlecht. Na. Ja. Mäh. Also die schon mal nicht zu P. Komm, dann tun wir den mal dorthin. Weil dort. Nee, waren da nicht gerade noch drei hier unten? Oh. Gronkh hatte Level up. Wo ist denn der andere Kerl hin? Warum hat der denn jetzt ein Redaway? Redaway. Stärke 2. Stehst du da rum? Guck hier, du kannst Glück gebrauchen. Und? Oh, das gucken wir uns erstmal an. Was wir da bekommen haben. Bin ich ja mal gespannt. Und zwar noch ein Redaway. Eine Waffe. Raketenwerfer mit Zielsuchvorrichtung. Das ist ja nice. 100 Kronenkorken. Ist auch sehr schön. Schrott. Ah! Gidea Buttercup. Was das Ganze fährt? Ach, Schrott ist auch nicht schlecht. Und 500 Kronkorken. Finde ich auch sehr gut. Ich mag diese Truhen. Finde ich gut. Wo ist jetzt der Typ hin? Da oben in seinem Anzug. Ach hier, guck mal. Glück plus 3. Waffe, was geben wir ihm? Raketenwerfer. Wenn da irgendein Hund vor ihm steht, macht bestimmt Sinn. Aber geben wir ihm einfach mal. Das ist 2. Ach so. Naja. Gut. Und dann darfst du dich gleich wieder auf den Weg machen, mein Freund. Nee, 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 nee. Ah, hier. Ich gebe ihm 1 mit. Genau. Und dann geh mal bitte erkunden. Alter, mit dem Ra... mit dem Raketenwerfer. Auf geht's. Ja. Komm heil wieder. Mit dem Raketenwerfer zieht er los. Finde ich gut. Stufe 3. Stufe 3. Oh, die Energie wird knapp. Oh, ja, 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 ja. Und hier oben ist kein Licht mehr. Bei den Schwangeren ausgerechnet. Oh, oh. Oh je. Moment mal, wie lange dauert das? Automatisch so lange? Oder kommen, umso mehr Leute ich da reinpacke, umso besser wird's? Oder ich weiß es nicht. Warum dauert das so lange? Das ist ja nicht... 1. Eine war besser. 1. 1. Na, egal. Sorry, Mädel, du musst ein bisschen arbeiten gehen. Was braucht man hier unten? Vom Lagerraum. E braucht man da. Hm. War hier oben nicht noch eine drin? Ach so. Das Sofa muss repariert werden. Ich versinke dauernd in den Polstern. Nehmen wir die mal mit hier runter. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Nee, Lagerraum, das bringt wahrscheinlich überhaupt nichts. Warum muss da überhaupt jemand sein? Das macht doch überhaupt nichts.
Warum muss denn im Lagerraum überhaupt jemand sein? Ausdauer. Erhöht die maximale Anzahl von Gegenständen und Haustieren. Mister was? Geht mal dort hoch. Ich verstehe das nicht, warum dort unten. Muss dort wirklich jemand sein? Ich weiß es nicht. Geh mal dort hoch. Die sind zwar schon schwanger, aber naja. Was kann denn der noch so? Unser Michael Webster. Beweglichkeit. Und wenn ich ihn hier... Nee. Ich überlege, ob ich ihn hier gegen irgendjemanden austausche. Ich bin mir noch nicht so sicher. 25 Kronkrupocken. Was? Ich habe das Bein des Sklaven verbunden. Er kann wieder laufen. Ich wünsche ihm alles Gute. 10 EP halten. Auch gefunden. 25 Kronkorken. Gestoßen auf eine Raider-Gruppe, die Leute terrorisieren will. Versuche mich vor den Raidern zu verstecken. Ich konnte mich vor den Raidern verstecken. Das war knapp. 25 EP erhalten. Wieso? Du hast einen Raketenwerfer. Bemerkt, einen wilden Hund, der wütend knurrt. Der wilde Hund kommt näher und ist bereit zum Angriff. Geschafft. Der wilde Hund ist tot. 200 EP erhalten. Und 25 Kronkorken. Und ein Raidpack. Raidaway. Oder er hat einen Raidaway. Hm. Auf jeden Fall rennt er mit einem. mit einem Dings durch die Gegend. Mit einem Raketenwerfer. So müde. Ein Königreich für ein Fahrrad. Echt? Das schaffst du. So. Ich weiß nicht, können wir noch jemanden hier irgendwo anders hinschicken? Huch. Ah, noch 16 Sekunden, oh Gott, wie kriege ich denn das? Oh, ach, das ist gut, hier guckt. Also auch nicht schlecht. Wie kriege ich denn das hier? Hier, jetzt rennen hier unten schon wieder Ratten rum. Da muss aber... Oh. Hier muss wahrscheinlich doch jemand unten sein. Na komm, Kumpel. Da rennen sonst, keine Ahnung, was die Ratten sonst vielleicht machen. Muss ich hier vielleicht noch mehr bauen oder wie kriege ich das hin, dass hier, dass ich mehr Energie kriege hier oben? Unfälle können durch einen fehlgeschlagenen, was, Tempomodus oder zufällig in einem Raum treten. Die Bewohner eines Raums kümmern sich automatisch um die Unfallbekämpfung. Während der Unfallbekämpfung verlieren die Bewohner Gesundheit, scheitern sie, breitet sich der Unfallherd in nahegelegene Räume aus. Yay. Hinweis, hol Bewohner aus an einem Raum, in dem ein Unfall geschehen ist, um sie am Leben zu halten. Was? Der Raum hier oben sieht auf einmal auch wieder ganz schick aus. Vor allem in beiden Räumen. Wie ist das denn passiert? Ich habe so wenig Wasser und so wenig Nahrung und so wenig Strom. Warum? Ich weiß nicht mal warum. Warum passiert das? Dafür haben wir gute Karten bekommen und so, was wir das letzte Mal nicht hatten. Und viele Kronkorken. Können wir das auch nochmal verbessern? Das machen wir auch nochmal. Oh je. Das dauert so lange. Hier, Energie ist schon wieder knapp. Das ist doch zum Heulen. Ich weiß nicht mal warum. Und was wir dagegen machen könnten. Aber ich denke, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss.